Hallo und herzlich willkommen zurück zu Getting Over It with Bennett Foddy und außerdem noch with me. With me. Ich drücke auf Continue, was so viel heißt wie fortfahren, was normalerweise eigentlich auch da stehen sollte. Warum ist das nicht auf Deutsch? Das ist scheiße. Naja, egal. Ach, da und da. Okay. Wollen wir Japanisch oder Koreanisch oder sowas? Okay. Ich würde mal sagen, wir continuen und kacken voll ab. Grilli! Oh. Falsche Richtung. Mein bester Freund. Der Grill. Oh Gott, das ist jetzt erstmal wieder richtiger Struggle. Struggle! Hilfe! Ach du Scheiße! Das ist total sensibel, das habe ich voll vergessen. Ich darf ja gar nichts machen hier. Also hallo und herzlich willkommen zu Getting Over It. Wir werden heute mal wieder ein bisschen weinen, einfach weil wir Lust drauf hatten gerade. Weil, naja, eigentlich... Irgendwie bereue ich es jetzt schon. Irgendwie war so die Auswahl zwischen Resident Evil und das hier. Den hier, meine ich. Oh, habe ich das Gefühl, dass wir nach diesem Spiel fertiger sind als nach Resident Evil. Fertige? Bin ich dafür wie ein Terrin oder was? Der Grill ist einfach ein geiler Dude. Oh Gott. Oh Gott, heute wieder total profitastisch unterwegs, Alter. Ich glaube, wir kommen 20 Jahre noch nicht weiter als diese scheiß Kackstelle hier. Ne, wir waren ja schon ein bisschen weiter, aber ich habe auch sogar letztens dieses mit der Treppe geschafft einmal. Also ich glaube im Stream haben wir gespielt. Ich glaube im Spiel haben wir eine halbe Stunde gespielt, dann habe ich sogar über die Treppe geschafft und mich irgendwann wieder runtergeflogen. Und dann habe ich auch geweint. Ich glaube sogar eine Aufnahme haben wir sogar auch schon mal dabei geschafft. Ja, ne? Haben wir auch und dann sind wir abgeschmiert. Achso, der war's doch nicht im Stream. Habe noch nie gesehen heute. Hilfe! Heute ist es auch noch so leise. Ich würde ja Musik anmachen, aber. Ja, das wird glaube ich sogar mehr Spaß machen. Wir machen gleich eine Aufnahme. Pause, eine kurze, dann mache ich Musik an. Jetzt ist doch der perfekte Zeitpunkt. Jetzt ist der perfekte Genau, wir sehen uns gleich wieder und dann habe ich Musik angemacht, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob die Playlist fertig ist, aber ich gehe mal davon aus, deswegen bis gleich. Und ja, da sind wir auch gleich wieder und wir haben Musik an. Ihn heiraten? Er ist 2D. Professionelles Gameplay haben wir hier auf jeden Fall nicht gegeben heute. Einfach mit Gewalt. Let's go.
How the hell haben wir das bitte geschafft, Alter? Wie zur Hölle haben wir es da noch rausgerettet? Nein. Mann, diese Stelle habe ich doch mittlerweile schon gemeistert einfach. Die habe ich doch normalerweise schon auswendig gelernt. Aber ich bin heute so... Solange du nicht wieder diese komischen Steinknüppel, den komischen Pistlaternen drin hängen, ist mir das alles scheißegal. Ja, der hätten wir ja gleich drin gehängt eigentlich. Drin gehängt. Warum? Ich bin zu unkonzentriert, aber ich hab irgendwie nicht so viel Zeit lassen. Das hat wieder sonst wieder so eine, so wie im letzten Mal, so eine 3-Stunden-Aufnahme hier. Sache ist, ne? Immer noch besser als das Esel. Azazel! So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Getting Over It. Hier waren wir noch nie. Ganz neuer Abschnitt in diesem Sinn. Man sieht jetzt wirklich gefühlt dann folgenlang, wie wir immer am selben Abschnitt rumkacken. Weil ich meine, was so scheiße schlecht. Ja, kacken wird vielleicht sogar noch Spaß machen, aber die Pisse hier, da wird ja keiner Bock drauf. Oh, Alter. Krilli, Meister. Das ist der Mastercock. Schon wieder. Hä? Wieso bin ich da plötzlich aber bis nach Afghanistan geflogen? Was ist denn hier los? Die Musik ist schon wieder aus. Die Musik ist aus. Wieso ist keine Zufallswiedergabe an? Damit können wir jetzt hier arbeiten. Ich weiß noch nicht viel, aber ja, damit können wir nicht arbeiten. Ja, weil du schon wieder so die Kack-Kopfhörer hast hier. Ja, sorry. Wieso nehmen wir nicht einfach meine Kopfhörer? Ja, aber ich meine jetzt nicht die Bluetooth-Kopfhörer, sondern die Dinger hier unten liegen. Sie sind vielleicht... nicht gerade so schön, aber sind wenigstens laut. Du hörst, das heißt laut, du hörst generell wenigstens überhaupt was. Ja, ganz ehrlich, bei den Dingern hörst du doch nichts. Ach, ach. Ja, ich weiß nicht gerade warum, bei den anderen Dingern ist doch klar. Ja, wahrscheinlich, weil sie kaputt sind. Das ist möglich, und das Ding ist die anderen auch kaputt. Ja, es geht ja nicht um das Erschrecken, es geht einfach darum, dass es scheiße laut ist. So, warte, nicht erschrecken, ich stecke rein. Da höre ich nichts, da ist kein Ton. Alter, das ist doch nicht in, das ist doch nicht gut hier. Das ist doch nicht in Ordnung. Hörst du jetzt? Ja, ich höre die Musik. Super. Schönste am ganzen Game. Einige kaufen sich das nur wegen dem sexy Faktor hier, dass er die ganze Zeit durch die Gegend stöhnt. Ja.
weiß nicht, warum so komische Popmusik ist. Das ist Zufallswiedergabe. Also es ist so komische Puffmusik, weil es aus dem Studio ist, damit einfach das Video nicht weggehauen wird. Weil ich würde das Video dann schon auch noch gerne hochladen. Diese scheiß Hake, kann man nicht Laubbesen da wegnehmen? Kann man nicht einfach generell mal irgendjemand was Vernünftiges hier hinstellen, was ich überhaupt wieder aufbaue hier? Warte mal. Sind da Titten? Ja. Das sind Titten. Unten. Oder ist sie tot? Nicht sicher. Das sind entweder Titten oder eine tote Frau, sondern das ist nicht sicher. Oder das ist die letzte Spielerin wahrscheinlich. Die hat sich gleich begraben lassen da unten. Ich werde auch gleich Teil vom Ende Inventar nehmen. Die Musik ist aber ich noch. Okay. Jetzt kämpfen wir sogar mit diesem scheiß Grill, Alter. Drecksgirl da oben. Ich überlege gerade einfach aus Hass einfach nach unten links zu springen einfach. So gesagt, beim Spiel kommen man echt die Suizidgedanken hoch, Alter. Wir inhalieren jetzt den Stein. Vericolo di caduta. Das heißt, wir inhalieren den Stein. Was ist das? Was ist das für ein Schild? Warum ist da so ein Loch im Boden? Warum fällt er durch ein Loch im Boden? Soll das heißen, aus Achtung, Trapdoor oder was soll das? Reingefallen, angeboren. Oh nein! Naja, eigentlich hast du die Stelle ja schon gemastert, ne? Ja, vor 3 Monaten das letzte Mal. Weil jetzt keine Ahnung mehr, wie ich das gemacht hatte. Letztes Mal hatte ich einen Trick, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Das heißt, 3 Monate dieses Jahr haben wir das Game noch gar nicht gespielt. Vor 3 Monaten kam vielleicht die Folge, ja. Überhaupt so lange hier. Ich dachte, eine halbe Stunde geht schnell rum. Länger als eine halbe Stunde wollte ich mir das hier gar nicht antun. Oh.
Aber sowas machen wir nicht, wir sind Profis. Profiletten sind wir. Über die eine Stelle schon seit Ewigkeiten nicht vorbeikommen. Ja gut, aber da sind wir nicht die Einzigen. Einige schaffen es ja nicht mal bis sie hoch. Da haben wir schon aufgegeben. Ich habe schon längst meinen Lebenswillen verloren in den ersten 5 Sekunden dieses Spiels. Aber trotzdem noch nah. Und ich try es. Weil du guckst ja nur zu, ich muss den Scheiß ja auch noch. Ja, und selbst das macht mich schon so dermaßen manisch aggressiv, dass ich kotzen möchte. Was? Ich hab gerade gesagt, ich glaube, du hast einen Run, aber doch nicht. Ich habe mich getäuscht. Bei dem Spiel gibt es keinen Run. Es gibt Momente. Und es gibt Selbsthass. Und Hass gegen den Entwickler. Den blöden Pisser. Der trotzdem ganz toll ist wahrscheinlich und der dafür überhaupt nichts kann, dass das sein Spiel so scheiße ist. Kappa. Nein, nein, du hattest es doch gerade! Wie hast du denn das jetzt geschafft? Ich hab keine Ahnung. Das ist neu. Ich weiß auch gar nicht, warum der seinen scheiß Hammer biegen kann. Was ist das für ein Holz? Gummi oder was? Gummiholz, Alter, was ist denn los? Ja, das ist ja nicht mal das Problem. Hey, jetzt kommt das Problem. Da ist das Problem. Darf ich vorstellen, Problem. Frage ist, wir hatten es geschafft. Wie hatten wir es nochmal geschafft? Waren das kurze Schläge? War das lange Schläge? War das hin und her gebumse? Ja. Darum müssen wir uns ja jetzt bloß selber keine Sorgen mehr machen. Ich guck jetzt einfach gar nicht mehr hin. Ich mach jetzt einfach. Ich guck jetzt in die Augen und schwinge einfach diesen Hammer. Hinguckst besser als wenn du hinguckst. Lass uns einfach mit dem hingucken. Das ist schon sad. Ja, guck lieber wieder nicht hin, dann ist es besser. Guck hin! Guck! Nicht hin. Oh nein. Ja, die Musik ist ein bisschen zu freudig für den Piss hier. Positive war wir schon ewig nicht mehr. Nochmal so ein schönes Zurückdenken an die gute alte Zeit, wo es noch nicht diese scheiß Kackstelle da war. Ja. Das ist traurig. Na gut, das müssen sie jetzt erstmal wieder hier die Laterne hochschaffen, ne? Erstmal hier wieder hochschaffen. Ich krieg ab. Weil das will er auch. Jetzt wäre ich schon längst. Jetzt wäre ich schon längst. Ich hätte ausgemacht und wäre nach Hause gegangen, Alter. Gut, dass wir zu Hause sind. Das gibt dir Energie.
Das ist so, wenn alles schief läuft im Leben. Witzig gewesen, witzig gefunden wäre, dass das traurige Lied angegangen, wenn wir runtergefallen wären. Oh. Ehrlich, komme, Digga. Ich hab den Laternenparcours gemeistert. Ihr könnt ja gerne mal selbst das blöde Kackspiel kaufen und mal gucken, wie ihr da so abschneidet, wie lange ihr es durchhaltet, ohne Aggression zu kriegen. Ich könnte sowas keine 5 Minuten spielen lassen. Ich würde den Kontinent total verbauen. Ich würde beim Zugucken schon so. Ich bin wegen dem Game einfach schon in Psychiatrie, Alter. Ich sende hier live aus keine Ahnung, Mount Massive, Alter. Ich bin da. Der Dicke sitzt gerade neben mir. Weibliche Dinger in Outlaws? Und wenn nein, warum gibt es da nicht weibliches? Outlaws 2, ja. Ja, 2, die Kack-Exe, oder was sagen? Hexe. Die Witch, das ist eine weibliche, aber in meinem ersten Teil gibt es da überhaupt nichts Weibliches. Da arbeite ich ja nicht mal was Weibliches, das sind ja auch alle nur männliche Leichen gewesen. Ja. Es gibt zwar Female Ward, aber da waren keine Females in Female Ward. Es gab nichts viel Mähliges. Das einzige, was da an weiblich herankam, waren die netten Püppchen von Eddie Glasgow, die er sich zusammengeschmuggelt hat. Ja, aber das war's dann ja auch. Das waren ja keine richtigen weiblichen. Wenn du zu dem lieb gewesen wärst und zugestimmt hättest und gesagt hättest, du von wegen, ja, kein Ding, ich heirate dich, wäre er denn lieb zu dir gewesen? Sicher. Hätte er denn immer noch was getan? Ich meine, wenn das alles. Ich sollte die Steam-Overlays ausmachen, während wir aufnehmen. Fällt mir gerade mal so auf. Also ich sollte die Steam-Overlays ausmachen, wenn wir aufnehmen. Dass nicht alle 5 Minuten kommt, der und der spielt das und das. Vielen gefährlichen Leuten. Tu dich doch einfach mit einem von denen zusammen. Hast doch die besseren Chancen. Pipi-Pause. Pipi-Pause. Da steht ja wirklich Pipi-Pause. Heißt nicht Pipi-Pause, sondern ich habe es aber so umbenannt. Weil es für den Stream eigentlich als Pipi-Pausen-Lied gedacht war. Beziehungsweise es nicht gedacht war, wir haben es auch genutzt. Als Pipi-Pausen-Lied. Warte mal, wir sind wieder hier. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt in der nächsten Folge wieder. Wir sind bei 25 Minuten. Okay, warte. So, wenn wir. Sagen. Ja, ich lasse es so, wie es ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Getting Over mit Benefotti und mit Me. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und.